Mein Name ist Eva Kleinau und ich bin Diplom-Sozialpädagogin und leite eine Abteilung, also bin eine Abteilungsleitung, Abteilung Jugendhilfe Schule im Jugendamt der Stadt Gelsenkirchen. Also die Abteilung ist wirklich ein bunter Haufen. Ich habe mehrere Berufsgruppen, die in der Abteilung arbeiten. Und wir sind auch, was Nationalitäten, was Berufsgruppen, was Alter und so weiter angeht, sind wir ziemlich bunt, ja. Ich finde das ganz toll, dass ich quasi meine Ideen, dass ich gestalten kann, dass ich Dinge vorantreiben kann, Ideen selber umsetzen kann, die ich habe. Ein Projekt, was jetzt quasi in die Nachhaltigkeit geht, wo die Stadt tatsächlich gesagt hat, das ist so sinnvoll, das werden wir jetzt weiterführen. Und das ist ein ganz, ganz großer Erfolg, finde ich, ja, gerade für uns. Und da sind wir auch ja, ganz stolz drauf. Ja. Weil ich auch gemerkt habe innerhalb meines Berufsfeldes, dass das Stellen sind, wo ich eben wirklich etwas bewirken kann oder etwas Sinnvolles umsetzen kann, so für mich. Die Verwaltung und die Stadt hat sich sehr entwickelt, sehr modern geworden. Und ich finde, da hat sich unheimlich viel getan und deswegen bleibe ich da auch. Also ich wüsste jetzt kein Unternehmen, das so breit gefächert ist, dass man ja, in vielen Dingen sich ausprobieren kann, umschauen kann. Ja, einfach auch so ein bisschen eine Familie. Es ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl da. Ich brauche nette Menschen um mich, sonst kann ich auch nicht gut arbeiten. Und tatsächlich haben wir auch türkische Kolleginnen im Team, die gesagt haben, boah, Karneval niemals. Und die haben wir mittlerweile so weit, dass die mit Kostüm dann Altweiber mit uns feiern. Gelsenkirchen hat eine Menge zu bieten und macht wirklich viel. Also diese Verwaltung ist wirklich, ja, wird immer moderner, ist innovativer in vielen Bereichen. Also es ist ja sehr dynamisch, unsere Gesellschaft, so eine Kommune. Und gerade in Gelsenkirchen ist natürlich eine Menge los. Es gibt viele, viele Menschen, viele Nationalitäten, viele Berufsgruppen. Es ist abwechslungsreich. Ja, es ist nie langweilig. Ich mag die Menschen. Ich fahre immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit und bin jeden Tag in der Straßenbahn und mag das einfach, wie die Leute hier sind, offen und ehrlich. Und ich finde es gut, weil es auch dazu beiträgt, auch Vorurteile abzubauen. Wir bei der Stadt Gelsenkirchen sind cool.